Wenn am 16. Oktober das Schuljahr weitergeht, ändert sich einiges für die Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums, da für die neuen Fachkabinette der Fächer Biologie, Chemie und Physik über den Sommer mehrere Klassenräume zusammengelegt wurden, musste Ersatz geschaffen werden. Der steht nun draußen vor der Tür. Wir haben 5 Klassenräume, Nebenräume und die WC-Anlagen, also keine Fachkabinette, ganz normale Klassenräume. Sie sind angebunden an das Schulgebäude von den Medien her. Auch die Brandschutzanlage ist alles hier aufgebunden, was im Bestandsgebäude schon da ist. Die Containerlösung hat noch einen weiteren Hintergrund. Das Schulgebäude bekommt einen Erweiterungsbau. 2016 hatte die Stadt den Fördermittelantrag eingereicht. Gegenwärtig wird er noch geprüft. Anke Oettmeier hofft auf eine Bewilligung noch im laufenden Jahr. 2019 soll der Erweiterungsbau stehen. Die Planungen sind schon fertig. Es ist ein Pavillon, der im Hintergrund des Bestandsgebäudes in den Park gestellt wird. Ein sehr auflösendes Gebäudekonzept, wo man meint, dass es einzelne Gebäude sind, abgetreppt. Man kann, wenn der Bedarf bestände, nochmal zu erweitern, den dann aufstocken oder anbauen. Gut 7 Millionen Euro werden laut Fachgruppe Hochbau für den modernen gläsernen Pavillon fällig, der unter anderem Räume für Musik-, Sport- und Informatikunterricht sowie Umkleideräume enthalten wird. Die 500 Quadratmeter Containeranlage kostet 500.000 für Bau, Betrieb und Miete über 3 Jahre. Die Interimslösung bringt den Gymnasiasten und ihren Lehrern ziemlich zügig vor allem eines: Entlastung. Auf ein Wort gebracht, weil die Raumsituation sehr, sehr beengt war. Und das lockert und löst natürlich einiges, lässt Planungsmöglichkeiten wieder zu, die sonst sehr eingeschränkt waren. Boomtown Pirna. Die Geburtenzahlen der letzten Jahre bilden sich mittlerweile in den Schülerzahlen ab. Auch am Schiller-Gymnasium stellt man sich auf wachsende kapazitäre Herausforderungen ein. Nun, man sieht, dass die Schülerzahlen entgegen aller Prognosen, die vor einigen Jahren gestellt wurden, nicht fallen, sondern dass sie gewachsen sind. Sicherlich ist das auch dem geschuldet, dass wir größere Übergangszahlen an allgemeiner Grundlage haben von der Grundschule jetzt zum Gymnasium. Da hat sich ja auch politisch einiges verändert, sodass die Quoten sich ganz anders gestalten. Unterricht in Jadegrün. Letzte Hand wird angelegt, damit der Schulbetrieb ohne Probleme, höchstens im frischen Farbgeruch, aufgenommen werden kann.